93 Tests auf Coronaviren sind der Stadtverwaltung bislang bekannt. Alle waren negativ. Und so bleibt Halle, wie auch das restliche Bundesland, auch am Donnerstag offiziell Corona-frei. Im Ratshof laufen dennoch Vorbereitungen auf mögliche Krankheitsfälle im Stadtgebiet. Ich warne vor Hysterie und deshalb werden wir sehr sorgfältig und das ist seit Wochen bereits in einer Stabsrunde diskutieren, wie wir mit den einzelnen Vorgängen dann umgehen, wenn tatsächlich ein solcher Fall in Halle eintritt. Auch Ministerpräsident Rainer Haseloff, der gestern für ein Benefizkochen in Halle zu Gast war, ruft die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. Bilder von leer gekauften Supermarktregalen haben bei der Landesregierung für Verwunderung gesorgt. Es macht keinen Sinn, Hamsterkäufe zu machen. Die Versorgung der Menschen ist auf jeden Fall immer gesichert. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht plötzlich Materialien fehlen, die wir in den Krankenhäusern oder in den Arztstationen bei den Tests, die gemacht werden, benötigen. Und bei der Desinfektion, wenn es darum geht, dass jemand getestet wurde und anschließend man zur Sicherheit natürlich nochmal durch die Praxis gehen muss. Ich hatte gestern auch mit der Kammerpräsidentin dazu ein Gespräch, sodass wir, denke ich mal, das, was Staat machen kann, auch entsprechend veranlasst haben. Als Ministerpräsident kommt Rainer Haseloff täglich mit vielen Menschen in Kontakt. Angst vor einer Infektion im Amt hat der 66-Jährige nicht. Ich wasche mir natürlich nach jedem Kontakt, den ich hatte, auch wo man sich dann doch die Hände gegeben hat, wenn ich Botschafter oder Diplomaten empfange, dann gehört das einfach dazu, wasche ich mir dann und desinfiziere mir auch die Hände. Besonders gefordert sind derzeit Halles Hausarztpraxen. Die Stadtverwaltung hatte in einer Videobotschaft die Allgemeinmediziner in die Pflicht genommen, die Untersuchung und Betreuung der Patienten auch bei möglichen Corona-Verdachtsfällen zu gewährleisten und die Betroffenen nicht an das Gesundheitsamt der Stadt zu verweisen. Das Video sorgte bei Ärzten, die daraufhin auch TV Halle mit ihren Erfahrungen kontaktierten, für Unmut. Oberbürgermeister Wiegand betonte, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern darum, an einem Strang zu ziehen und für geordnete Abläufe zu sorgen. Also wir sind im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Wir haben auch über die Krankenhäuser oftmals Konzentrationen in einzelnen Bereichen, wo Unterstützung, Diskussionen, Beratung und letztendlich auch Abstriche stattfinden, sodass wir da momentan sehr zufrieden sind. Es kommen immer wieder vereinzelt Meinungen dann auf, dass das Gesundheitsamt hier helfen müsste, aber das ist grundsätzlich zunächst mal nicht Aufgabe des Gesundheitsamtes, sondern hier, und das geht auch gar nicht anders, sind natürlich zunächst mal die Hausärzte in der Pflicht, diese Beratungsleistung und die erste Einschätzung dann auch zum Teil dann telefonisch auch vorzunehmen. Am Freitag soll es nun ein Gesprächstermin zwischen Stadt und Allgemeinmedizinern geben. Vorbereitet ist die Verwaltung nach eigenen Aussagen auch auf die Rückkehr von mehreren Schulgruppen aus Südtirol, darunter rund 40 Schüler und Lehrer des Thomas-Münzer-Gymnasiums. Italien ist das Land mit den meisten Corona-Infektionen in ganz Europa. Am Freitag werden die Gruppen zurück in Halle erwartet. Krankheitsfälle sind aktuell nicht bekannt. Für uns ist es wichtig, dass wir hier sorgfältig, weil es die Skigebiete ja auch zum Teil betroffen waren, dass wir hier jetzt die entsprechenden Maßnahmen einleiten, um dann sicher zu sein, dass hier kein Krankheitsbefund dann nach Halle kommt. Wir sind natürlich seit einigen Tagen schon dabei, Einzelheiten über die drei Gruppen und die Schulen dann auch zu erfahren, mit den Lehrern, Begleitpersonen auch in Kontakt zu treten. Es gibt einige Bereiche, wo die Abstriche bereits dort gemacht werden in Italien. Es gibt immer wieder auch Abstimmungen darüber, wie wir dann hier verfahren. Das werden wir dann morgen aktuell entscheiden. Wir wissen, wann die Busse ankommen und würden dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, je nachdem, ob es Krankheitsvorfälle bei den Kindern gibt oder möglicherweise auch Ergebnisse in Italien zu einem Verdachtsfall geführt haben. Um sich selbst bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen, verweist die Stadt Halle auf ihrer Webseite auf die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und bietet telefonische Informationen unter 0345 221 3238.